Sehr geehrter Herr Professor Dr. Ronellenfitsch, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, zunächst einmal, und das gehört sich, glaube ich, so, vielen Dank für Ihre Arbeit. Und damit meine ich nicht den Vortrag hier, sondern das, was Sie abgeliefert haben, den umfangreichen Bericht in beiden Bereichen des Datenschutzes. Wenn ich mir den angucke, diesen Bericht, dann ist es, glaube ich, wichtig festzustellen, dass die Hessische Landesregierung dafür sorgen muss, dass die unabhängige Fachkompetenz des hessischen Datenschutzbeauftragten ernst genommen wird und vor allen Dingen die Entscheidungen und Empfehlungen berücksichtigt werden müssen. Und natürlich, meine Damen und Herren, muss der hessische Datenschutzbeauftragte besser ausgestattet werden, personell wie auch strukturell, weil die Anzahl der Beratungen, der Eingaben sind von 2017 auf 2018 um 60% gestiegen. Und das macht einfach deutlich, wie viel neu dazugekommen ist. Aber jetzt zu dem, was Sie vorgetragen haben, bzw. das, was Sie uns vorher schriftlich eingereicht haben. Und das ist alles andere als langweilig. Im Gegenteil, ich würde sagen, das ist sogar sehr brisant. Und das ist alles andere als eine Karnevalsveranstaltung. Die Polizei, so schreiben Sie, soll im Rahmen der sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung bisher unbekannte Sicherheitslücken in IT-Systemen nutzen, um damit in unsere Kommunikation eindringen zu können. Zum Gesetzgebungsverfahren haben Sie angemerkt, eine echte Auseinandersetzung, ob und warum dies als polizeiliche Befugnisse erforderlich ist und inwieweit dazu im Interesse des informationellen Selbstbestimmungsrechts Rahmenbedingungen zu schaffen waren, konnte nicht erfolgen. Meine Damen und Herren, das kann man nicht anders nennen als eine schallende Ohrfeige für den Innenminister. Der Auftrag der hessischen Polizei, Schaden abzuwenden, verkehrt sich mit der bewussten Nutzung von Sicherheitslücken in IT-Systemen genau in sein Gegenteil. DIE LINKE vertritt hier die Position des hessischen Datenschutzbeauftragten. Wenn den Sicherheitsbehörden Schwachstellen in der IT-Sicherheitsstruktur bekannt werden, müssen sie alles daran setzen, die Hersteller zu informieren und selbstverständlich die Sicherheitslücken zu schließen. Aber stattdessen, meine Damen und Herren, stattdessen sollen zum Zweck der Online-Durchsuchung diese Sicherheitslücken ganz bewusst weiter bestehen bleiben. Meine Damen und Herren, Hessen wird so zum Helfer der Hacker, anstatt ihnen das Handwerk zu legen. Für diesen Hinweis auf jeden Fall unseren herzlichen Dank. Ebenso heißt es im Bericht, den Sie abgelegt haben, dass die Speicherdauer von Videoaufzeichnungen mit dem Persönlichkeitsschutz nicht zu vereinbaren ist. Um dem Auftrag der Strafverfolgung nachkommen zu können, reichen 10 bis 14 Tage, das ist Ihrer Auffassung, vollkommen aus. Der hessische Innenminister jedoch beharrt auf 30, besser noch 60 Tage, in denen das Material gespeichert werden soll. Der Innenminister begründet seine Datensammelwut nach chinesischem Vorbild mit einer möglichen Vortat. Jetzt hören Sie einmal zu, ich komme ja dazu, dann werden Sie es verstehen. Mit einer möglichen Vortataufklärung und natürlich mit dem internationalen Terrorismus. Mit der gleichen Begründung, ich habe ein Mikrofon, Sie nicht. Mit der gleichen Begründung könnten es auch 120 Tage oder 365 Tage sein, die alle Daten ausweisbar aus den Servern verbleiben sollen. Wir müssen diese überbordende Datensammelwut der Sicherheitsbehörden, immer mehr Videoüberwachung, immer längere Speicherdauer, immer bessere Datenanalyse bis hin zur Gesichtserkennung rechtzeitig einen Riegel vorschieben. Und wir sind froh, den hessischen Datenschutzbeauftragten in dieser Frage an unserer Seite zu haben, meine Damen und Herren. Und als letztes Beispiel, warum uns der hessische Datenschutzbeauftragte so wichtig ist, ist es, damit die Allmachtsfantasien des Innenministers ein Stück begrenzt werden. Die Regelung in § 13b des Hessischen Gesetzes zur Sicherheit und Ordnung gehen nach unserer Auffassung viel zu weit. Demnach sollen zukünftig ein Datenausschuss und eine Datenabfrage zwischen Polizei, dem Verfassungsschutz und privaten Veranstaltern ermöglicht werden. Die Anlässe dafür sind bisher nicht ausreichend beschrieben, und das muss selbst der Innenminister in seiner Stellungnahme einräumen.
Aber, meine Damen und Herren, der Fall Lübcke und die traurige Rolle des Verfassungsschutzes haben doch auf brutale Weise gezeigt, dass der Verfassungsschutz nicht Teil der Lösung, sondern eher ein Teil des Problems ist. Die Stadt Kassel, unfassbar, ich gebe Ihnen recht, unfassbar. Jetzt hören Sie zu. Die Stadt Kassel hat. Herr Kollege Felstehausen, Sie müssen aber trotzdem dann langsam zum Schluss kommen. Wenn er mich ein bisschen ausreden lässt, dann führe ich. Herr Kollege, ich darf mal im Raum insgesamt bitten, etwas wieder Ruhe. Herr Kollege Felstehausen will jetzt zum Abschluss kommen, dann geht es weiter. Einmal aus und kommen sofort zum Abschluss. Die Stadt Kassel hatte zu den Tatbeteiligten Anfragen an den Verfassungsschutz gestellt. Und obwohl der Verfassungsschutz eine sogenannte P-Akte führte, erhielt die Stadt Kassel keine Auskünfte mit den bekannten Ergebnissen. Diesem Tatbeteiligten wurden Waffenscheine ausgestellt. Und jetzt zum Ende. Eine Behörde, für die ein Quellenschutz wichtiger ist als Tatvereitelung, kann nicht mit noch mehr Kompetenzen ausgestattet werden. Meine Damen und Herren, wir danken ausdrücklich dem hessischen Datenschutzbeauftragten für seine Ausführungen und für seinen Bericht. Und wir sollten sie wirklich zu Herzen nehmen. Vielen Dank.